Hallo zusammen, ich nehme euch heute eine Runde mit auf dem Rücken von Schwarzer Wolf, den ich am Samstag im Superhandicap reiten werde. Vor mir galoppieren Omega, Rogue Spirit und Cover Cliffs. Die drei werden am Donnerstag an den Start kommen, unter anderem. Aber fangen wir erstmal an mit unseren zweijährigen Stuten, Ivy on Fire und Thomasine. Die wurden jetzt die ganze Woche in Bad Harzburg trainiert, kennen sich also jetzt ganz gut aus auf der Bahn. Und sollten sich wahrscheinlich nicht blamieren. Ist wahrscheinlich noch etwas schwer, die Aufgabe. Aber ja, wir sind guter Dinge mit den beiden Stuten. Dann läuft Rogue Spirit im Ausgleich 2. Ich werde ihn reiten. Er konnte jetzt in Hamburg gewinnen. Wir hatten ihn das erste Mal Scheuklappen drauf gemacht. Das scheint ihm ganz gut zu helfen. Und ja, wir hoffen, dass er das jetzt noch einmal wiederholen kann. Dann läuft noch Trooper. Das ist der Bruder tatsächlich von Thomasine. Er konnte jetzt schon 3 Rennen in Belgien gewinnen. Er mag gerne weibliche Jockeys anscheinend, deswegen reite ich ihn. Und ja, wir sind ganz guter Dinge. Auch er ist jetzt schon die ganze Woche hier mit Harzburg und ganz gut drauf, denken wir. Dann kommen wir noch zum Hürdenrennen. Da werden 3 Pferde von uns an den Start kommen. Zwei Covered Cliffs, Omega und Michuka. Und wir hoffen natürlich, dass alle Pferde gut über den Kurs kommen, denken aber, dass Covered Cliffs erste Chance hat und wir hoffen, dass er ungeschlagen in Bad Harzburg bleiben kann. Ja, wir wünschen allen Hals und Bein und noch eine schöne restliche Bad Harzburger Rennwoche.